Prächtigen, schönen lieben Dank, herzlichen Dank fürs Einschalten, so rum. Heute ist der 10.10., das heißt, gestern kam das neue Update. Heute kam sogar noch ein schöner Bugfix dazu, also erstmal an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Lob an die Entwickler, wie schnell die auch sind, oder der Entwickler, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das ein oder mehrere Personen sind. Ganz schnell Exkurs zu den Neuerungen bei diesem Update. Man kann jetzt endlich Werkzeuge reparieren. Das, was ich ja ewig mal so spekuliert habe. Es wird jetzt wohl in dieser Minenweg, nennt sich das wohl, oder Minenplatz, wird jetzt wohl wieder regelmäßig Erz gespawnt. Haben wir noch nicht gefunden, werden wir jetzt auch nicht sofort machen. Werden wir ein bisschen später machen. Das Jagdgewehr ist jetzt hinzugefügt worden. Das heißt, auch die KI hat Sniper. Das heißt, wir müssen da aufpassen bei den Banditen. Ein Vorschlaghammer gibt es jetzt als Werkzeug. Und die Spitzhacke funktioniert jetzt auch als Werkzeug, nicht als Waffe, wie wir es vorher hatten in den letzten Folgen. Ach ja, ich muss auch dazu erwähnen, diese Folge wird erst am Dienstag, den 16. veröffentlicht. Von daher tut mir leid, Leute, aber es ging nicht anders. Gebäude und Strukturen, genau. Ein separater Ofen ist dazu gekommen. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob der fürs Schmieden oder fürs Essen zubereiten geht, aber ich denke mal eher für Schmieden. Eine Reparaturbank ist natürlich dazu gekommen, also dass man halt die Werkzeuge reparieren kann. Ich hoffe auch die Ausrüstungsgegenstände wie Helm, Weste und sowas. Zwei neue Dekostühle sind dazu gekommen, okay. Und eine Nachladebank, wortwörtlich übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob man da vielleicht Munition herstellen kann, was ich super geil finden würde. Oder Batterien wieder aufladen kann mit einem kleinen Generator. Oder sowas ähnliches. Ja, eine Örtlichkeit ist dazu gekommen, der Minenweg, wie gesagt. Und dort soll das Erz wohl alle 6 bis 8 Stunden respawnen. An Items natürlich diverse Erze und Barren sind dazu gekommen und Waffenpulver, was mich wieder auf die Nachladebank zurückführen lässt. Dieses Waffenpulver, also Schwarzpulver, wo er, findet man dann wohl, wenn man Banditen tötet. Also die lassen das fallen sozusagen. Ich hoffe auch noch irgendwo anders. Also nicht, dass ich jedes Mal auf Banditenjagd gehen muss, nur um halt an Munition ranzukommen. Ist dann halt die Frage, ob man später vielleicht mit der Kohle, die man aus dem Feuer bekommt und Chemikalien irgendwie zusammengemischt, also sowas wie Salpeter und sowas, eigenes Schießpulver herstellen könnte. Das wäre gar nicht mal so uncool. Was in der nächsten Version kommen soll, in der 0.2.0, das hier ist jetzt gerade aktuell die 0.1.9.4, also in der nächsten sollen die KI-Sniper verbessert werden. Die Mine selbst wird optimiert wohl, also die ist wohl noch ein bisschen buggy, keine Ahnung. Es wird ein neuer Infizierter dazu kommen, also eine neue Art, also so eine Art Tank wird das auch sein. Also da kann wohl gut austeilen und noch viel einstecken. Der Pickup-Truck wird verändert, den habe ich bisher noch nirgendwo fahrbar gesehen leider, oder ich habe nicht darauf geachtet. Was mich aber auf die Idee gebracht hat, ich habe doch immer dieses Problem gehabt, als ich umziehen wollte, dass ich zum Beispiel sowas wie einen Kühlschrank, wie ich bei euch in der Einfolge hier letztens gezeigt habe, den ich einfach draufstellen und losfahren kann mit dem Kühlschrank sozusagen. Vielleicht haben sie das extra dafür eingefügt, dass man so einen Pickup haben kann. Der ist übrigens ein Viertürer, für den Fall der Fälle, dass man Gefährten mitnehmen kann. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ja, und jetzt nicht lang schnacken, los geht's. Ich wollte zwar eigentlich offscreen noch einiges vorbereiten, bevor wir jetzt hier weitermachen, aber wir haben ja eine neue Weggefährtin hier, die Kate, die manchmal ein bisschen durchscheinend ist. Und ja, sie ist eine Nette, ne? Sie ist nett und sie meint's ja gut, sag ich jetzt mal. Ich war letztens so geflasht von ihrem Verhalten als KI, ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja, und eben weil wir sie jetzt haben, denke ich mal, könnte es auch für euch dauerhaft spannend werden, wenn ich jetzt hier einfach mal in den Nebelphasen oder in den Ressourcensammelphasen einfach mal mit aufnehme. Wenn es mal wirklich komplett nur langweilig wird und ich nur Blödsinn laber, was ja öfter mal vorkommt, dann lasse ich das raus, wird nicht hochgeladen. Aber vielleicht findet ihr es ja unterhaltsam genug, um mal zu gucken, wie die Kate überhaupt so handelt und wie sie vielleicht sogar wirklich noch auflevelt. Das weiß ich noch nicht. Ob das überhaupt möglich ist. Was jetzt aber erstmal Hauptaugenmerk ist, ich habe schon hier eine Runde geschnubbelt. Hi Kate, da bist du wieder. Die hat sich wohl gerade erschrocken. Was ich auf jeden Fall jetzt erstmal vorhabe, ist die Waffe hier wieder wegstecken. Bevor ich noch versehentlich einen Schuss abgebe. Und so viele Ressourcen wie möglich schon mal rankriegen für unsere Mauer. Weil jetzt haben wir ja die Banditen angegriffen. Ich habe noch mal ein bisschen geschummelt, habe noch mal ein bisschen schlau gelesen. Es ist wirklich so, wenn du sie einmal angreifst, auch wenn du sie alle tötest, die wissen dann, dass du da bist und per Random, also so ähnlich wie mit dem Nebel, per Zufall
können sie dir dann einfach mal auf den Pelz rücken. So, gucken wir mal, was unsere Bobbys hier machen. Ich hätte mich gerne mal ein paar frische Eier. Okay, hier schon mal kein Bobby drin. Ich weiß auch echt nicht, wie lange das dauert. Das habe ich mich jetzt nicht nachgeguckt. Immer noch zwei Bobbys, okay. Okay. So, ach ja, so war das. So, mal gucken. Wir brauchen noch ziemlich viele Woods und Nails. Bei den Woods wiederum könnten wir Kate beauftragen. Trotzdem brauchen wir noch verdammt viel Holzklötzer. Ja. Was sagt dann Hunger und Durst? Geht. Ich will gleich mal gucken, ob jetzt hier auch schon... Ja, hier ist der Vorschlagkammer dazu gekommen, um Sachen zu zerstören. Ha. Vielleicht eignet sich der dann auch deutlich besser, um diese Autos zu zerstören. Ah, schaut mal. Oh, schön. Brass. Brass ist, glaube ich, sowas wie Messing, ne? Weil Gold kann es nicht sein. Ups. Hä? Ach ja, ja. Hm, okay. Ich glaube, Brass war Kupfer. Hm. Aber sehr schön. Wir können endlich eigene Munition herstellen. Oder zumindest die Hülsen dafür. Und dann müssen wir sie wahrscheinlich noch füllen mit Pulver. Das geht hier schon mal nicht dran. Dann brauchen wir wohl dafür die Nachladebank, oder? Können wir mal gucken, was wir jetzt hier alles... Ah, die Fallen sind auch nicht da. Okay. So, hier schon mal nichts Neues. Hier auch nicht. Irrnisch. Workbench, Blacksmith. Ja, ja. Hier zum Reparieren. Ach, der ist wirklich speziell zum Schmelzen da. Okay. Interessant. Hier haben wir was zum Reparieren. Ah, okay. Das ist dann wirklich zum Nachladen. Also sprich für Munition da. Oh, das wird teuer, Jungs. Das wird teuer. Ofen und Nachlade. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie wir das hier am dümmsten gestalten mit dem Platz. Weil eigentlich hatte ich noch gedacht, wenn wir dann irgendwann vielleicht doch zu viele Leute werden, hier vorne vielleicht noch irgendwie eine Hütte hinzustellen. Direkt so vor die Hütte eine Hütte. Why not? Aber passt mal auf, das können wir mal anders machen. Ich will das nur schon mal platzieren und dann, wenn ich doch mal offscreen aufnehmen sollte... Ah, das kann ich eigentlich drinnen machen, Mensch. Wenn ich doch mal offscreen machen sollte, kann ich das ja dann nach und nach fertig bauen. So, für drinnen, ne? Weil wenn das Ding hochgeht, dann bitte richtig. So, und hier draußen müssten wir doch noch wenigstens ein bisschen Platz... Ja, sieht doch süd. Das sieht doch ganz süd aus hier im Moment. Können wir da noch den Ofen anbringen. Die müssen wir aber noch drehen, ne? Moment, so rum. Das sieht jetzt ja auch schon fast wie ihr wollt aus. Und apropos ihr wollt und ihr wollt, was hat der dicke alte Mann schon wieder vergessen? Timer habt das jetzt bestimmt schon erraten. Der Timer. Start. Dann werde ich jetzt vermutlich 5 Minuten schon aufgenommen haben, ich weiß es gar nicht. Stein und Komponenten, okay. So, was haben wir noch schicket? Meine Plan können wir ja schnell. Aber ach, das geht nicht. Ich kann das hier nicht einfach so runterziehen. Okay. Ich muss leider wirklich sehr umständlich scrollen. Okay. Ach, bin ich doof. Das war ja bloß die Reparaturbank, die ich da gesetzt habe. Na gut. Oh! Stimmt ja. Stimmt, ich habe irgendwie 5 Pfeile verloren oder so. Hm. Naja, schleich dich mal schön unbemerkt raus, Kate. Du kannst mir nicht sagen, wo meine 5 Pfeile sind, ne? Oh Gott. 7 Pfeile sogar insgesamt. Mann. Bestimmt der böse Zombie. Mir ist auch ehrlich gesagt noch nicht mal aufgefallen, Kate hat ja 1, 2 Zombies von selbst erlegt, ob die was fallen gelassen haben. Und wenn ja, ob das dann vielleicht einfach wieder despawned ist oder nicht.
versteht, ist es jetzt weg. Weg. Und ich bin wieder allein, allein. So. Ist ja auch noch. Da ist auch noch einer. Der noch. Ich werde dir damit. Ne? Ne? Oh, ne, doch nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, werde ich schon mal Kate sagen, dass sie es... Ach, Moment, stimmt, dazu muss ich ja erstmal... Okay, blöd. Hm. Da muss ich das ja alles selber machen, verdammt. Hm. Okay, wie weit sind wir hier? Ich brauche einen Hammer, okay. Geh mal hin. Indem wir vor allem erstmal den Schlafsack hier droppen. Einen Hammer mitnehmen. So, hier war voll. Hier auch. Hier auch. Hier nicht. Jetzt braucht eine Säge. Mann. Brecheisen packen wir mal in die Karre. Weil hier zu Hause baue ich kein Brecheisen. Ich weiß noch nicht, je nachdem, wie viel Scheiße Kate noch baut. Was, wer hat das gesagt? Säge. So, ist aber so. Hat aber schon wieder 3 Minuten gedauert hier. Mann! Gut. Aber ich könnte mal gucken, ob ich sie mal einfach die Nägel herstellen lassen kann. Das ist vielleicht mal eine Option. Was brauchte man denn dafür nochmal? Schon mal nicht diese Arbeitsstätte hier. Ach, Junge. Trink mal nur ein bisschen jetzt. Ich aber mehr als ein bisschen. Nägel. Da muss ich die Sachen jetzt selber im Inventar haben, um hinterher sagen zu können, Kate, mach mal. Oder was? Okay. Ach man, es gibt's doch nicht hier. Ich bin hier nur am Hin und Her rennen heute, ohne produktiv zu sein. Mann! Aber gut. Du und wo ist denn hier das Stehen? Da hinten? Okay, dann nehmen wir erstmal den hier raus, bevor der hinter dem Weg ist. Achso, hier ist Schrott. Okay. So, machen wir hier von 2 Portionen. Gut, steht nicht da, aber ich brauche eine Axt. Macht ja auch Sinn, Feuerholz, ne? Nee, steht echt nicht da, also. Kann ich mit so einem Vorschlaghammer eigentlich auch einen Durchbruch machen? Ich hätte gerne hinten noch eine Tür. Finde ich hier immer extra rumlatschen. So, hau mal Rindezeugs. Das passt jetzt wieder nicht, das war irgendwie klar. Gut, Ignite. Was hat der dicke alte Mann vergessen? Nicht schon wieder den Timer anzuschalten, sondern... Ich habe doch hier so eine kleine Schublade extra für Feuerholz gehabt. Nein, das war die falsche Taste. Das war immer noch die falsche Taste. So. Leer. Leer. Leer, okay. Dann war das ursprünglich mal die Taste hier. Schublade, okay. So, Kohle, 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 Kohle. Noch eine Säge. Okay. Ja. Da wird sie erstmal liegen bleiben müssen. Also ich will es ja nicht beschreien, ja. Weil ich bin froh, wenn ich hier meine Ruhe habe beim Bauen und Planen und so. Aber sonst kam jedes Mal Nebel und
Nacht und wie es nicht wird alles, aber jetzt, wo ich mir dachte, okay, das könnte euch ja Spaß machen, kommt es nicht. Hallo? So. Aber kommt noch Platz für den Stein? Ja. Nehmen wir den gleich mal mit hier. Das ist doch wirklich nur ein Stein, ja? Ja. Ha, ein Stein. Sehr schön. So, waren wir schon irgendwo... irgendwo hier hinten waren wir schon dran. Genau. Ilmar Kloprin, das Zeug. Ilmar Kloprin. Oh, okay. So, hier braucht man nämlich Steine. Oh, what? Fertig. Okay. Hm. Ach ja, hier habe ich ja noch so eine Dingens hingelegt. Wutz. Halt, Moment, stopp. Das war für die Axt. Drop. Apropos Axt, die werden wir gleich brauchen. Und dann holzen wir mal los hier. Also das Fiese ist natürlich bei den Banditen, die kündigen sich nicht vorher an, wa? Da kommt nicht irgendwie Nebel oder ein Sound oder so. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht, aber es wäre ja bloß logisch, ne? Echt jetzt? Ich finde das immer wieder witzig, was Spiele manchmal so hergeben können an lustigen Zufällen. Ah, schön. Leute, dafür ist es eine Early Access und mir gefällt sowas einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Weil jetzt hängt das da komplett in der Luft, wa? Ja, was ich mache. Ah, okay. Krass, wie weit der gucken kann, theoretisch. Ah, oder die Entwickler wussten das schon und haben das dann absichtlich jetzt so eingebaut. Erst nur zwei Stämme? Hm. Na gut, war jetzt auch kein dicker Baum, ne? Nehmen wir einfach mal den. Kann es sein, dass es gerade wieder neblig wird? Sieht gerade irgendwie von Weitem so aus, oder? Ah, holen wir einen Durstplan uns auch schon wieder. Oh komm, den kriegst du noch oben entlang hier. Komm schon. Ah, ist ja wieder durstig. Na los, das schaffst du doch noch hier. Ist da einfach mal frech ein neuer Baum gespawnt? Okay. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn Kate um die Ecke gelatscht kommt. Hüpfefleisch. Dauert aber lange, das zu essen, ey. Nun denn. Wir haben auch wieder ein bisschen Krams dabei, was wir eigentlich nicht brauchen. Ah, halt, Moment. So. Ja, okay. Streichhölzer brauchen wir hier. Erstmal hier. Hatte ich hier nicht noch irgendwie so eine Sammelstelle für diese Branches? Hast du heute irgendwie Langeweile? Weg doch ihr Rat nahm. Schon so hin hier irgendwie. Nee, warum bin ich jetzt eigentlich außen rum?
So, du Baum, zweiter Versuch. Und ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass man sich mit Baumstämmen keine Barrikade bauen kann. Weil ich weiß immer noch nicht, ob die Mauern auch zerstört werden können, wie bei The Forest zum Beispiel. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn da so ein Tank kommt. Oder vielleicht wird ja später sowas wie eine Bazooka noch mit implementiert und die Banditen können dann einfach mal mit ihren Sprengköpfen da volle Kanone auf deine Hütte zimmern. Ach gut, dann brauchst du wieder einen Panzer und so weiter. Ja. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen OP. Was bestimmt Spaß macht, mit einem Panzer einfach so durch so eine Zombie-Horde durchzuheizen. So. Vielleicht. Was? Nee, komm hier. Das wollen wir nicht. Nicht jetzt. Scheint da doch liegen zu bleiben, von daher. Ich versuche mal wirklich erstmal nur ein bisschen von diesen dicken Bäumen wegzuhauen. Weil mir logischerweise 4 Stämme lieber sind als bloß 2. Sorry, aber mir war gerade so, als hätte sich da hinten was bewegt. Na, vielleicht spielt das Spiel auch schon wieder zu lange. Also, es hat eine Viertelstunde. Vielleicht muss ich 5 Minuten Folgen draus machen. Nein, keine Sorge, mach ich nicht. Mich immer noch, wo meine Pfeile hin sind. Ey, das ärgert mich so. Die waren teuer, verdammt. Meine, so wirklich despawn können sie ja nicht wirklich sein. Weil hier die ganzen Rindenstücke und so weiter bleibt ja auch immer alles liegen. So, warum sollte es dann ausgerechnet bei einem Zombie despawn? Elektronikteile hier, die können wir auch erstmal wegstecken. Uah. Hatte ich hier nicht noch irgendwo Lumpen? Ja, habe ich die wohl schon wieder verbraucht, wa? Ich meine, ich weiß, wo ich sie noch verbrauchen kann, damit Kate endlich mal ein Bett hat. Aber erstmal musst du Disziplin lernen, ne? Was braucht eine Hefe nochmal? Lumpen. Egal. Ja, und was habe ich natürlich vor, wenn die Mauer dann endlich fertig ist? Dann wieder auf Erkundungstour gehen. Wir waren immer noch nicht in allen Häusern drinne, hinter dem Berg, die Siedlung. Wir waren immer noch nicht bei der Tankstelle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das einzige Banditenlager war, dieses kleine Ding hier. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es auch wirklich die einzigen lootbaren Gebäude waren, die wir bisher gefunden haben. Und außerdem müssen wir natürlich noch die Mine finden. Aber das alles zu seiner Zeit. Wir müssen ja wirklich auch überleben. Deswegen heißt es ja auch Mist Survival und nicht Mist war einfach alles Kacke. Oh, da waren sogar 5 drin, sehr schön. Allerdings passiert das definitiv nicht mehr in der jetzigen Folge, weil die ist jetzt zu Ende. Bis gleich. Morgen, Entschuldigung, nicht bis gleich, Entschuldigung.